Die Corona-Notbremse, die ist nun endlich da, kann man vielleicht nicht sagen, aber sie ist jedenfalls jetzt da. Im Infektionsschutzgesetz hat sich einiges geändert. Was heißt das jetzt für Arbeitgeber und auch Arbeitnehmer? Muss man jetzt zwingend ins Homeoffice? Was es da zu wissen gibt, das erkläre ich euch in diesem Video. Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und ich begrüße dich auf meinem YouTube-Kanal und zu diesem Video. Ja, heute ist Freitag, der Gemischtwaren-Freitag, wie ich ihn immer gerne nenne, nämlich sozusagen heute gibt's alles, was es Wissenswertes in dieser Woche Rechtliches gab, für dich aufbereitet. Und ja klar, am letzten Samstag ist das Infektionsschutzgesetz bzw. die sogenannte Corona-Notbremse in Kraft getreten und natürlich deshalb heute am Freitag danach auf dem Silbertablett für dich die Neuerungen. Und diesmal geht es um Rechte für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aber natürlich kann sich doch was ändern. Das heißt, wenn du immer aktuell informiert bleiben willst, dann abonnier doch direkt den Kanal und noch besser aktiviere direkt die Glocke. Dann kriegst du nicht nur diese Infos, sondern sogar frei Haus. Mittwochs dann auch noch Infos zu TikTok und Instagram. Was gibt es da Rechtliches zu wissen? Und ja, montags gibt es das Gleiche nochmal für YouTube. Jetzt wollen wir aber direkt loslegen mit den dringenden Fragen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gleichermaßen. Was bedeutet die Corona-Notbremse? Fangen wir mal bei den Arbeitgebern an. Ja, liebe Arbeitgeber, ich kann euch ganz klar beruhigen, wirklich was verändert hat sich für euch nicht so richtig. Nicht so richtig erkläre ich auch gleich ein bisschen genauer, denn mal auf den ersten Blick könnte man meinen, es hat sich gar nichts geändert. Denn schon vorher stand im Arbeitsschutzverordnung von Herrn Heil, unserem Bundesarbeitsminister, dass ja sozusagen die Arbeitgeber verpflichtet sind, Homeoffice zu gewähren und nur wenn zwingende betriebliche Gründe dagegen sprechen, dann hatte man da sozusagen andere gute Karten, Homeoffice von Mitarbeitern zu vermeiden. Ja, und eigentlich die gleiche Formulierung, die findet man jetzt im Infektionsschutzgesetz. Deshalb dürfte relativ klar sein, warum auf den ersten Blick man eigentlich beim Arbeitgeber sagen kann, hat sich gar nichts verändert. Vorher stand das in der Arbeitsschutzverordnung, jetzt steht es im Infektionsschutzgesetz, aber faktisch die Formulierung ähnlich. Also Tipp an Arbeitgeber, ihr müsst euch wirklich gut überlegen, wenn ihr eure Arbeitnehmer nicht ins Homeoffice schickt. Denn ne, dringende betriebliche Gründe, die muss man auch erstmal darlegen können, dass man sie eben nicht ins Homeoffice schicken kann. Da reicht jetzt bloßer organisatorischer Aufwand nicht aus. Ich weiß, alle stöhnen jetzt und sagen, haha, bloßer organisatorischer Aufwand, ha, schön wär's. Was ist denn mit dem Datenschutz? Was ist mit den 1000 PCs, die wir jetzt brauchen oder den Laptops oder ja, Notebooks, denen wir auf jeden Fall dann jetzt quasi unseren Arbeitnehmern zur Verfügung stellen müssen? Was ist mit diesem ganzen Aufwand? Ja, verstehe ich alles, aber dringende betriebliche Gründe gibt es da erstmal nicht, nur durch den Aufwand. Und tatsächlich gibt es auch keinen Unterschied zwischen großen und kleinen Betrieben. Unfair mag man sagen, Gleichbehandlung vor dem Gesetz, sagt der andere. Ja, aber so sah es auch schon vorher aus. Die Arbeitsschutzverordnung von Herrn Heil, die gibt es schon länger. Also Arbeitgeber wissen eigentlich da schon länger um ihre Pflichten. Aber ich hatte ja schon gesagt, es ist fast alles beim Alten geblieben. Also was hat sich geändert? Ja, Arbeitgeber wissen schon, dass ich ihnen meistens nur schlechte Nachrichten verkünde, wenn sich was ändert. Und ja, das ist auch so. Also tatsächlich ist da so ein Aspekt, den ich nochmal besonders betonen möchte. Und zwar stand es ja vorher in der Arbeitsschutzverordnung. Und wer sich mit Arbeitsrecht ein bisschen auseinandergesetzt hat in der Vergangenheit, vielleicht auch als Arbeitgeber, der weiß, ein Gutes hat so eine Arbeitsschutzverordnung. Es gibt daraus keinen einklagbaren Anspruch für den Arbeitnehmer. Also wunderbar, man konnte sich so ein bisschen zurücklehnen. Natürlich, klar, gab es Prüfungen von Behördenseite. Da kann es auch sozusagen Strafen geben, Bußgelder. Also da drohte schon was, aber eben zumindest nicht die Klage von den Arbeitnehmern. Jetzt aber haben wir das Ganze im Infektionsschutzgesetz stehen. Ja, genau. Und jetzt zucken wir als Arbeitgeber mal ganz kurz und denken uns, ah, Gesetz, da war doch was. Genau. Es ist jetzt eben keine reine Arbeitsschutzverordnung mehr. Und da muss man natürlich schon sagen, jetzt kann man sicherlich diskutieren, ob das jetzt ein einklagbarer Anspruch für den Arbeitnehmer ist. Das Gute oder Schlechte, je nach Perspektive, ist eben, dass diese ja, Regelung erstmal nur bis zum 30.06. gilt. Und für alle, die eben auch so ein bisschen im gerichtlichen Verfahren fit sind, weiß man, 30.06. ist jetzt auch wirklich nicht furchtbar lange. Den Termin zur mündlichen Verhandlung, zur ja, Güteverhandlung, den wird man im Arbeitsrecht wahrscheinlich vorher haben.
ganz ehrlich, den Termin zur Entscheidung, also den zweiten Termin, den man im Arbeitsrecht ja immer braucht, ich glaube nicht, dass der vom 30.06. gelingt. Also sprich, so ein bisschen Problematik ist noch dahinter und wie gesagt, ist jetzt auch erstmal nur eine These, die aber einige andere auch vertreten. Also der einklagbare Anspruch, der könnte da sein und wir wissen halt auch nicht, was passiert nach dem 30.06. Wird das Ganze vielleicht noch verlängert? Kommt da vielleicht irgendwie noch mehr dahinter? Also sprich, für Arbeitgeber bleibt es im negativen Sinne spannend. Jetzt kommen wir aber zu den Arbeitnehmern. Und auch da hat sich was Neues ergeben, oder eigentlich gerade da hat sich was Neues ergeben. Denn im Infektionsschutzgesetz, da steht auch im Prinzip drin, ja, Arbeitnehmer sollen jetzt ins Homeoffice. Und ja, nur wenn Gründe dagegen sprechen, dann gibt es eben eine Ausnahme sozusagen. Und jetzt haben sich viele Arbeitnehmer gefragt, was heißt denn, wenn Gründe dagegen sprechen? Was für Gründe? Was sind denn überhaupt Gründe? Was muss ich denn da tun? Und da kann ich sozusagen in Richtung Arbeitnehmer mal wieder beruhigende Worte sprechen. Das klingt erstmal sehr wischiwaschi, so hat es heute Morgen ein Mandant von uns gesagt und da hat er es genau auf den Kopf getroffen. Das klingt nicht nur wischiwaschi, das ist auch wischiwaschi. Faktisch hat der Arbeitnehmer da wirklich wenig Hürden. Gründe sind irgendwelche Gründe, also sprich, die lieben Kleinen stören, der Schreibtisch ist zu hoch, zu niedrig oder es gibt gar keinen Schreibtisch. Irgendein Grund lässt sich schon finden, warum man eben zu Hause vielleicht jetzt nicht arbeiten kann und der reicht auch schon. Klar, man sollte das dann schon mitteilen, also wie üblich rate ich euch ja immer an, kurze schriftliche Mitteilung an den Arbeitgeber. Aber das war's auch schon. Also sprich, wirkliche Hürden gibt's da für den Arbeitnehmer nicht. Ob da noch was anderes kommt, mag man abwarten, aber erstmal Infektionsschutzgesetz, Notbremse ist ja gerade erst durch, kann ich für alle Arbeitnehmer sagen, wer nicht zu Hause arbeiten will, dem fallen da wohl schon Gründe ein, ne? Und da ist eben auch gerade nicht von dringenden Gründen die Rede, also sprich wie beim Arbeitgeber, sondern von irgendwelchen Gründen, also sprich, ob ihr die tragfähig findet und ein anderer nicht. Erstmal spielt das gar keine Rolle. Also in diesem Sinne muss ich wieder sagen, für euch, liebe Arbeitgeber, wieder schlecht. Vorher schon schlecht mit der Arbeitsschutzverordnung. Dringende betriebliche Gründe braucht ihr, um den Arbeitnehmer im Betrieb zu lassen. Diese dringenden betrieblichen Gründe, die sind gar nicht so leicht darzulegen. Das wird schon eine heftigere Hürde sein. Das war sie tatsächlich auch schon in der Arbeitsschutzverordnung. Aber jetzt nochmal mit dem Infektionsschutzgesetz ein bisschen schlimmer geworden, weil ihr jetzt sozusagen den schlimmsten Prüfer habt, den ihr euch vorstellen könnt, nämlich eure Arbeitnehmer. Genau. Die können möglicherweise nämlich einen einklagbaren Anspruch jetzt aus dem Infektionsschutzgesetz haben, was es ja grundsätzlich aus Arbeitsschutzverordnungen nicht gibt. Jetzt aber wieder aus Sicht des Arbeitnehmers. Liebe Arbeitnehmer, wie gerade schon gesagt, ihr könnt euch weiterhin zurücklehnen. Ihr könnt je nach Wunsch entweder im Betrieb arbeiten oder im Homeoffice, jedenfalls bis zum 30.06. Super Ausgangsposition. Also sprich, da kann ich sagen, hat euch die Notbremse aus dem Infektionsschutzgesetz keine Nachteile gebracht. Auf welcher Seite ihr auch immer steht, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ich halte euch immer auf dem Laufenden. Gerade heute gibt es direkt hier noch ein Video, denn das Bundesarbeitsgericht hat in dieser Woche noch was entschieden, wozu ich euch direkt noch ein paar Infos mitgeben möchte. Und zwar geht es da um E-Mails, personenbezogene Daten, also für euch vielleicht von beiden Seiten wieder mal ganz spannend. Also bleibt dran, guckt das nächste Video. Ich hoffe jedenfalls, wir sehen uns. Was auch immer ihr tut, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.